Hallo Freunde der Sonne, ich bin Fresh Fries und ich präsentiere euch heute 5 Arten von FIFA-Gamern. Der Quitter. Der Quitter verlässt das Spiel, sobald er mit mehr als einem Tor hinten liegt. Er kann nicht verlieren und will es daher möglichst kurz halten und sucht sich dann lieber schnell ein Spiel, wo er auf einen noch schlechteren Gegner trifft. Der Flamer. Der Flamer regt sich tierisch über alles auf. Entweder er lässt es dich gleich per Voice-Chat wissen, wie kacke du bist, oder er teilt es dir direkt nach dem Spiel per Nachricht mit. Der Coin-Käufer. Der Coin-Käufer hat schon nach dem ersten Tag vom neuen FIFA das beste Team. Messi, Ronaldo, Bale und viele mehr in einem Team? Kein Problem für ihn. Er hat jedoch für FIFA mit allem drum und dran auch knapp 800 € ausgegeben und damit seine ganze Familie in die Schulden getrieben. Der Trickser. Der Trickser kennt jeden Move des Tricksticks auswendig und verwendet die Passentaste nur im äußersten Notfall. Wenn es hart auf hart kommt, trickst er sich auch bis ins Tor. Der Nicht-Wegklicker. Der Nicht-Wegklicker nervt am meisten. Schon zu Beginn des Spiels muss er die gesamte Einlaufzeremonie mitkriegen und auch all seine Tore schaut er sich genauestens an. Und gibt es in der Halbzeit die Highlights, muss er natürlich auch diese sehen. Das war's für heute von den 5 Arten von FIFA-Gamern. Welche Spieler soll ich nächste Woche unter die Lupe nehmen? Schreibt's in die Kommentare. Ihr habt euch oder einen Freund in einer Art wiedererkannt? Schreibt's in die Kommentare und markiert ihn. In der Endcard sind Facebook, Twitter, Instagram und Google Plus verlinkt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt mir auch dort. Ebenfalls verlinkt ist der Abonnieren-Button. Falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, freue ich mich, wenn ihr auch den Button bestätigt. Ich verabschiede mich nun für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao!